herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Hieber von der Agentur für Arbeit. Dort bin ich als Berufsberater tätig und ich werde jetzt einen Vortrag halten über duale Studiengänge in Bayern und Baden-Württemberg. Dazu gibt es gleich mal eine Folie, warum duales Studium. Es bedeutet für beide Seiten eine Win-Win-Situation, für den Arbeitgeber als auch für den dual Studierenden hier. Ihr seht, er hat bekommt Geld für die Zeit, ist ein bisschen finanziell unabhängig und dadurch ist auch der Anreiz da, ein duales Studium zu beginnen. Hier jetzt ein kleiner Überblick über die verschiedenen Modelle der dualen Studiengänge. Ich beginne hier mit dem öffentlichen Dienst und zwar Unterschiede hier, bayerische Landesbehörden oder Bundesbehörden. Landesbehörden, Kommunalbehörden ist zum Beispiel Landratsamt Dillingen. Bei den Bundesbehörden nenne ich jetzt die Bundesagentur für Arbeit. Und zwar bieten wir zwei Studiengänge an. Hier sieht man es, enden mit Bachelor of Arts. Beratung, Bildung, Beruf und Beschäftigung wird dann nach dem Studium eher in einer Tätigkeit münden als Berufsberater zum Beispiel. Zweiter Studiengang hier, Arbeitsmarktmanagement, bedeutet eher in den Bereich der Erwachsenenvermittlung zu gehen oder auch hier im Bereich der Fortbildung bei Erwachsenen, bei Weiterbildung und so weiter tätig zu sein. Erwartungen von uns, von der Bundesagentur für Arbeit, ein Notendurchschnitt von 2,9 mit Abitur oder mit Fachhochschulreife 2,4. Hochschule bei uns ist in Mannheim, ist die eigene Hochschule der Bundesagentur für Arbeit mit einer Auslagerung in Schwerin. Jetzt kommen die beiden wichtigsten Anbieter von dualen Studiengängen hier in Bayern und Baden-Württemberg. Zuerst die DHBW, Duale Hochschule Baden-Württemberg. Beteiligte hier immer Betrieb und der Studieninteressierte. Wir haben hier dann den Betrieb, die duale Hochschule und eben den Teilnehmerbereiche hier, Technik, Wirtschaft, Soziales und Gesundheitswesen. Ein Aufbau des dualen Studiums in Baden-Württemberg sieht man hier, 6 Semester, immer 3 Monate Theorie, 3 Monate Praxis, 3 Monate Theorie, 3 Monate Praxis, zieht sich durch den ganzen Zeitraum des dualen Studiums immer in Wechsel. Beim dualen Studium an der DHBW ist zu beachten, dass ich hier einen Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb abschließen muss im Vorfeld, um überhaupt einen Studienplatz zu bekommen. Bedeutet für den Bewerber, der Betrieb hat einen Studienplatz an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg reserviert für seinen Bewerber für diesen Studiengang. Betriebe, die anbieten, finden Sie hier unter dieser Internetadresse, dort können Sie nachsehen, für welchen Studiengang welche Betriebe hier Angebote machen. Kann auch sein, dass es ein bayerischer Betrieb ist, bedeutet nicht, dass ausschließlich alles in Baden-Württemberg stattfindet. Bei dem dualen Studiengang an der DHBW ist als Voraussetzung die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife gefordert. Das bedeutet für Absolventen der FOS-BOS, die mit der Fachhochschulreife diese Schule verlassen, dass sie eine zusätzliche Aufnahmeprüfung machen müssen. Das ist die sogenannte Delta-Prüfung. Hier finden Sie den Link für die Bewerbung dazu und auch gleichzeitig aktuell die Kosten 160 Euro für die Durchführung der Prüfung. Weitere duale Studiengänge sind das Studium mit vertiefter Praxis. Diese finden in Bayern statt und zwar aus dem Grund, man sieht es auf der nächsten Folie. In Bayern haben wir hier ganz normale Studiengänge, wie zum Beispiel also 7 Semester. Die gelben Zeiten sind Theoriephasen an der Hochschule. Die blauen Zeiten sind jeweils immer diese Praktikumsphasen im Betrieb. Und deswegen auch vertiefte Praxis, nicht reine Studiengänge. Es ist auch so, dass hier ganz normal die bayerischen Studiengänge genauso in diesem Zeitraum stattfinden und nicht so wie vorhin gesehen im Wechsel 3 Monate, 3 Monate Theorie, 3 Monate Praxis, wie es an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg strukturiert aufgebaut ist. Weitere Angebote für duale Studiengänge sind das sogenannte Verbundstudium oder das Ulmer Modell. Hier ist es so, dass ich als Teilnehmer eine Doppelqualifikation erziele, weil ich eine Ausbildung mache, eine betriebliche Berufsausbildung mit Abschlussprüfung
und gleichzeitig dann so ab dem zweiten Jahr mit dem Studium beginnen werde. Das bedeutet für mich, dadurch habe ich eine längere Studiendauer von 4 bis 4,5 Jahre, je nach Ausbildungsberuf, zusätzlich zum Studium oder insgesamt 4 bis 4,5 Jahre, nicht zusätzlich, sondern die Gesamtdauer, sieht man hier wieder. Am Anfang Praxis im Betrieb mit Ausbildung, mit Berufsschulbesuch, gleichzeitig hier wieder die gelben Phasen, sind an der Hochschule in der Theorie, also ganz normales Studium wieder. Man sieht auch hier, beginnt im zweiten Jahr ungefähr mit dem Hochschulstudium. Am Schluss habe ich die Abschlussprüfung im dritten, vierten Jahr, je nach Ausbildungsberuf, und anschließend noch 2 Semester, bis ich die Bachelorprüfung ablegen kann. Summa summarum, ganz am Schluss 4,5 Jahre circa. Weitere Programme für Abiturienten bzw. Fachhochschüler bietet zum Beispiel der Einzelhandel extra an. Hier mache ich eine Ausbildung zum Kaufmann, Kauffrau im Einzelhandel. Danach zusätzlich die Qualifizierung als Ausbilder plus zusätzlich die Qualifizierung zum Handelsfachwirt bzw. Fachwirt für den Vertrieb im Einzelhandel. Insgesamt knapp 3 Jahre, 34 Monate und habe hier 3 Abschlüsse, die mir auch dann später im Berufsleben behilflich sein können. Genauso zum Beispiel im Handwerk, Abi und Auto, Ausbildung als Kfz-Mechatroniker, anschließend Meisterbrief plus Betriebswirt im Handwerk. Ganz wichtig, die Bewerbungszeiträume. Sollte jemand heuer im 2021 noch ein duales Studium beginnen wollen, bitte sofort, zeitnah, am besten heute noch, bewerben, weil normalerweise die Bewerbungsfristen 1 bis 1,5 Jahre, Sie sehen es hier, vorher beginnen, vor dem Beginn. Für diejenigen, die im Herbst 2022 mit dem dualen Studium beginnen wollen, bedeutet es, im Sommer 2021 mit den Bewerbungen zu beginnen und diese dann an die Betriebe abzusenden. Angebote von uns, von der Abiturientenberatung der Agentur für Arbeit. Wir bieten die Beratung an für duale Studiengänge. Wir bieten Beratung an für normale Studiengänge, Solo-Studiengänge an Fachhochschulen oder Universitäten. Gleichzeitig bei dualen Studiengängen oder Ausbildung bieten wir eine Vermittlungshilfe an. Das heißt, wir übersenden Adressen von ausbildungswilligen Betrieben bzw. von dualen Studienangeboten für die Teilnehmer. Weiteres Angebot von uns sind Sprechstunden an der Schule. Aktuell neu ist die Videoberatung extrem ausgeweitet worden bei uns. Auch hier können wir Angebote liefern, anbieten, um hier zur Beratung zu kommen, ohne jetzt eine persönliche Beratung durchführen zu müssen. Auf jeden Fall hier die Möglichkeit, bitte hier immer über die E-Mail-Adresse anmelden, donauwörth.abiturientenberater@arbeitsagentur.de bzw. über unser Service Center 0800 4x5 00. Falls noch Fragen sind, falls noch nicht alles geklärt ist, falls Sie Unterlagen benötigen, schreiben Sie mir bitte unter donauwörth.abiturientenberater@arbeitsagentur.de. Dann werde ich Ihr Anliegen oder Ihre Fragen oder Anforderungen von Unterlagen gerne beantworten. Und ansonsten danke ich für Ihr Interesse und hoffe, dass wir irgendetwas von Ihnen hören bzw. wir uns wiedersehen. Danke, Wiedersehen.